Good afternoon, everybody. Woo. Guten Nachmittag alle zusammen. We made it. Wir haben es geschafft. We succeeded to make the move from Hamburg. Wir haben den Umzug von Hamburg nach Leipzig erfolgreich umbestanden. Glückwunsch an uns alle. Es ist komisch, letztes Jahr war ein Jahr, wo ich zum Glück endgültig mal meinen Weg gefunden habe im Labyrinth von Hamburg, und dann sind wir nun umgezogen nach Leipzig und wieder ein Labyrinth hier. Vielleicht haben wir nächstes Jahr noch mehr zu entdecken. Also ich freue mich schon auf nächstes Jahr. Aber jetzt, für alle Datenjunkies unter uns, hier sind die Daten, die Fakten, die Ergebnisse, die Messungen und unser Ausblick auf nächstes Jahr. Bitte, Leon. Thank you. So, let's start with the NOC. Lass uns starten mit einem Überblick vom NOC, dem Netzwerk Operations Center. Das ist Markus, ich bin Leon, und zusammen mit vielen, vielen anderen Leuten betreiben wir das Event-Netzwerk von diesem Jahr. Lass uns gleich starten. Also, wie ihr vielleicht schon wisst, mit dem Umzug nach Leipzig haben wir eine komplett neue Ära für den Kongress angefangen. Jetzt ist alles hier größer. Und nur um euch einen Überblick zu geben und eine erste Idee, das ist die Größe vom CCH und das ist die Größe von der Messe Leipzig. In dieser Präsentation möchte ich euch einen Überblick geben über die neuen Anforderungen, die gekommen sind mit dem Wachstum, das wir nun hatten, wie beispielsweise die größere Anforderung an die Bandbreite, das größere Wi-Fi über einen größeren Raum und natürlich auch Regularien, die wir beachten müssen. Mit der Größe dieses Anlasses müssen wir auch das Netzwerk vergrößern und auch unsere Sicherheit. Ja, also zuerst gingen wir im Sommer an die Messe Leipzig und haben uns über die existierende Infrastruktur schlau gemacht. Wir haben gesehen, dass es nur ein Single-Mode-Kabel gibt, was unsere liebste Glasfaser ist. Also es gibt noch ganz viele freie Glasfasern, die wir nutzen können, aber wir waren überrascht von der Anzahl von Kabeln. Also wir mussten einen Weg finden, um diese Anzahl von Informationen zu reduzieren auf eine Anzahl Informationen, die wir benutzen können. Wir mussten auf eine neue Technologie umsteigen und zeichneten unser Kabeldiagramm auf eine Lasagne. Having feasted on all this information, mit all dieser Information konnten wir ein besseres Bild machen, wie das Netzwerk für 15.000 Leute in dieser neuen Kongress-Ära aussehen möchte. Das brachte unsere Planung voran, aber wir waren noch nicht fertig. Die gesundheitlichen Regulationen sind sehr strikt. Man muss viel über Brandschutz, Notausgänge und so weiter nachdenken. Wie viele andere Teams waren auch wir damit beschäftigt, die Sicherheit von allen zu gewährleisten. Das für das Netzwerk heißt dies, man muss schauen, dass die Datenpakete eine genug breite Notausgang zum Internet haben. Wir haben jetzt einen 100 Gigabit Backbone über 3 Inhouse-Routers. Und das Netzwerk-Layout hier, wir konnten Uplink-Bandbreite, mit einem Experten konnten wir Uplink-Bandbreite haben, und der Experte wusste, was wir brauchen. Wir
sahen in den letzten Jahren 40 bis 50 Gigabit Peak-Kapazität. Also zum Sichersein wollten wir 50 bis 100. Leider aber er hat sehr viele Uplinks organisiert und wir haben das ein bisschen übersehen und versehentlich 400 Gigabit Uplink 400 Gigabit Uplink Kapazität in drei geografisch getrennte Regionen. Also das ist möglich dank einigen freundlichen Providern, welche uns ihr Equipment ausgeliehen haben, damit wir das auch testen konnten mit futuristischen Namen wie Alien Wavelength, was zu irgendwie 200 Gigabit über eine einzelne Welle kam. We decided to roll with it, because after all, who are we to say no to more bandwidth, right? Nachdem das nun alles passiert ist, haben wir gesagt, okay, lass das mitnehmen. Wir sagen sicher nicht nein zu mehr Bandbreite. Aber mit der gesteigerten Bandbreite brauchen wir auch mehr Netzwerk-Hardware. In der Vergangenheit haben wir uns immer Sorgen gemacht um Juniper, einem unserer Hintergrundserver. Dass nicht genug routen kann. Dieses Jahr, wo wir schon frühzeitig die Fakten wussten, haben wir früh mit denen geredet und wir haben denen gesagt, wir brauchen große Router, wir werden 100 Gigs verbinden und so weiter. Leider haben wir erst zu einem sehr späten Zeitpunkt erfahren, dass die Router, die wir wollten, nicht verfügbar waren. Die einzigen Router, die sie uns geben konnten, waren dreimal größer als die, für die wir angefragt hatten. Und als eine sehr gut organisierte Organisation haben wir das an unseren Einkaufsmanager weitergeleitet und der hat zugestimmt, weil das ein weiteres Problem gelöst hat. In Hamburg hatten wir bereits Probleme, dass unsere alten Router nur in Saunen praktisch organisiert werden konnten. Mit den jetzigen Routern, mit den Routern aus Hamburg, die so klein waren, hätten wir Angst gehabt, dass wir sie vielleicht sogar verlieren könnten in diesen großen Räumen in Leipzig. Mit den Routern, die wir nun jetzt haben, haben wir diese Angst nicht mehr. Als weitere Sicherheitsanforderung. So your data can still escape in case any one path is blocked by a firewall. Haben wir redundante Router, sodass deine Daten immer noch ausbrechen können, selbst wenn jemand eine falsche Firewall eingestellt hat. Das heißt, deine Daten sind jetzt so sicher und schnell wie nie. Das Thema der Skalierung war ein Thema für jeden auf dem Kongress. Und das für Wi-Fi gilt das auch. Im CCH wisst ihr ja vielleicht, dass es keinen Platz mehr gab, einfach für Wi-Fi, weitere Wi-Fi-Standpunkte. Aber zum Glück konnten wir hier in Leipzig viel mehr Access Points aufstellen und so haben wir mehr Fläche mit Wi-Fi versorgt als jemals zuvor. Which is the lower bar. And that's about the number we brought to Hamburg. Unten seht ihr, wie viel wir in Hamburg hatten und oben, wie viel wir jetzt haben. Aber wir hatten auch viele böse Access Points, Rogue Access Points. Das ist die obere Linie, Entschuldigung. Also ja, Dankeschön. Unfortunately, thereby you ruined everyone's Wi-Fi experience. Leider habt ihr damit die Wi-Fi-Erfahrung von allen zerstört, da das Band verstopft war. Das Problem ist, SSID-Spammen benutzt sehr viel Airtime. Und also es gibt Leute, die spammen irgendwie 200-300 SSIDs und das ruiniert halt das Wi-Fi für alle in der Umgebung. Wir sahen Dinge wie sowas, was ganz lustig aussieht, aber wenn man dann kein Wi-Fi-Signal mehr hat, dann liegt das daran. Leute starten Access Points zu spammen. Und ja, diese könnten wir viel besser benutzen für unsere Wi-Fi-Infrastruktur.
Also wer das gemacht hat, ist mitschuldig daran, dass die Access Points oder das WLAN nicht so toll war wie in Hamburg. Das Problem ist, die Beacons waren auf der langsamstmöglichen Bandbreite quasi gesendet und benutzt darum viel Zeit, viel Airtime. Speaking of trolling, wenn wir noch gerade über Trolle am Sprechen sind, einmal haben wir unseren Traffic-Graph angeschaut und haben ein paar seltsame Muster festgestellt, die wir uns nicht erklären konnten. Wir dachten, vielleicht sind es die Streams, aber dann sagen wir, nein, das stimmt nicht mit dem Fahrplan überein. Dann haben wir uns gefragt, was macht denn 5 Gigabit ausgehenden Traffic? Und dann haben wir gesehen, jemand hat uns eine Mitteilung geschickt. Applaus im Saal. So when decoded as Morse code, wenn man dies als Morse-Code dekodiert, dann sieht man, dass das 34C3 ergibt. Ja, wir haben letztes Jahr etwas Neues gestartet, was sehr populär und genau war, um für die Presse notwendige, relevante Informationen zusammenzusetzen. Also wir haben alles auf dieses Slide gepackt, was relevant ist, und dann habt ihr alle Informationen, die ihr in eure Artikel packen könnt. Also wir hatten total 400 Gigabit Uplink. Wir hatten innerhalb der Messe und in Berlin 320 Gigabit mit über verschiedene Internetprovider, die uns gesponsert haben. Mit von all der Bandbreite habt ihr etwa 42,2 Gigabit benutzt. Das könnte noch besser werden. Wir hatten noch etwas Platz. Also lasst eure Access Point zu Hause und bringt lieber etwas mit, ein paar Server, die den Traffic auch ausnutzen können. Okay. If you have one, or is there someone on the internet available with a question? We're not quite ready yet. We have one more thing. Yeah. Sorry. Actually, two more things. But anyway. Okay, zwei Sachen noch. We have some peak Wi-Fi users of over 7,600. Wir haben 7,673 bis zu 7,673 Wi-Fi users gehabt in der Spitze, und wir haben 179 Access Points deployed, und das konnte alles wäre alles nicht möglich gewesen ohne unsere Sponsoren. Thanks for the vibe and helping us. So, one more. So after our sponsors had delivered, nachdem die Sponsoren uns 50 Paletten mit Equipment geliefert haben, haben wir mit Hilfe des Helpdesks und mit vielen Engeln, die wir auch danken möchten, everything worked out fine in the end, and we were able. Können wir nun sagen, dass alles am Ende gut geklappt hat, und wir sind froh, dass wir das Netzwerk euch bereitstellen konnten, das ihr auch verdient. Während der Planungsphase hatten wir doch noch ein weiteres Problem. Genauso wie in den letzten Jahren wollten wir unser normales Rezept für den Aufbau des CCC-Netzwerks benutzen, aber auf einmal sind wir in alle möglichen Arten von Problemen gelaufen, die wir nicht erklären könnten. Wir wussten einfach nicht, was das Problem war, aber dann haben wir es herausgefunden. Unsere Vision war immer noch die gleiche wie letztes Jahr. So obviously that was the main problem. Das war natürlich das Hauptproblem. Wir haben das hochskaliert. We upscaled and secured every last bit of the network. Wir haben jedes letzte Teil vom Netzwerk hochskaliert, aber wir haben das vergessen mit unserer Vision. Und dann hatten wir ein Wochenende, wo wir in uns selbst gesucht haben, und dann hatten wir endlich Erfolg. Und hier ist nun unser neuer, futuristischer, hochskalierter, 100% sichere Vision.
Now finally the universe was in harmony again. Und nun ist letztendlich das Universum harmonisch wieder. Und nun können wir endlich zum Fragen-Antwort-Teil übergehen. Thank you. There are questions. There is one on the internet to start from. Yes. Which autonomous system did we interact? Welche autonomen Systeme haben wir? Die Frage ist, mit welchen autonomen Systemen haben wir vom Kongress am meisten interagiert? Wahrscheinlich Hetzner. Hier, Mikrofon Nummer 1. If I wanted to leave you a message in Morse code by sending large amount of traffic, where would I think all that traffic to? Wenn ich euch einen Morse code schicken möchte mit viel Traffic, wo würde ich diesen Traffic hinschicken? Also ich würde ihn irgendwo hinschicken mit einer sehr kleinen TTL, time to live. Dann geht der Traffic zu den erstbesten Routern, stört niemanden, aber taucht in unserem Graph auf. Und ich hoffe, das ist das, was ihr gemacht habt dieses Jahr. Microphone number 6. Is there any extended, gibt es irgendwelche erweiterte Metriken oder Datendumps, so dass man noch tiefer einsteigen kann und einen Blick erreichen kann in die Daten? Ich denke, wir könnten ein paar davon publizieren. Wir haben diese in unserer Datenbank. Wir müssen mal schauen, welche davon heikel sind und welche nicht. Aber ich denke, den Uplink-Graph oder so. Dann können wir gut. Ja, folgt uns einfach und dann werdet ihr es mitkriegen. Es ist keine Frage. Aber ich konnte nicht die 10 Gigabit pro Sekunde ausschöpfen, auf den ich verbunden war. Ich habe einen Server und es hatte ungefähr 3 Gigabit pro Sekunde Traffic. Aber die 10 konnte ich nicht ausreizen. Okay, also die Colo war mit 100 Giga verbunden. Also in Theorie sollte eigentlich mehr als genug Kapazität verbunden gewesen sein. Wird es eine Präsentation geben über die Alien Wave und den Test? Also die Sponsoren, die dies mit uns gemacht haben, haben eine Präsentation und planen, werden das wahrscheinlich publizieren und da werden sehr viele Details dann drin sein. Folgt ihnen einfach auf Twitter oder uns und dann werden die das finden. So the question is about the local network. Die Frage ist über das lokale Netzwerk. Mit welchen Werkzeugen arbeitet ihr, um automatisch Switcher einzustellen und zu konfigurieren? Wir haben Autokonfiguration, keine eigenen Tools. Wir haben aber Tools, welche die Konfiguration generieren können. Die Konfiguration muss dann manuell angewendet werden. Aber wir haben Tools, welche quasi die Konfigurationsfiles für uns erstellen. Great. Here. Sir, please. Map of all the access points. Gibt es eine Karte von allen Access Points? Can you upload it? Jawohl. Könnt ihr das hochladen? Can you upload it? We can probably make some screenshots. I'll talk to the Wi-Fi guys who have it in their control. Ich frage mal die Wi-Fi guys. Ich denke, ja, das sollte eigentlich keine sensiblen Informationen enthalten. Thanks. I follow your Twitter anyway. Number 7. So you allowed arbitrary usernames and passwords in the encrypted Wi-Fi. Did you examine those? And if so, was there anything particular? Ihr habt ja erlaubt beliebige Benutzernamen und Passwörter im verschlüsselten Wi-Fi. Habt ihr das analysiert und gibt es irgendwas Witziges drüber? Wir haben dieses Jahr keine Statistik gemacht, aber das wird ähnlich sein wie die letzten Jahre. Wir denken, das ist ziemlich ähnlich sein wie die letzten Jahre. Question from the web. How many terabytes did we upload? Wie viele Terabyte haben wir hochgeladen und heruntergeladen? Have we collected this number this year? Haben wir diese Zahl dieses Jahr? Viel. Also wenn wir die Rohdaten für den Uplink-Graph publizieren, dann kann das jemand auf integrieren, auf Sumium. Maybe have time for one more question, but then we should hand it over to other teams. So regarding the graphs, will you publish a history of graphs?
bezüglich der Graphen. Wird es eine Veröffentlichung geben, um die Jahre zu vergleichen von den vorherigen Kongressen? Wir haben uns ja da nicht so drum gekümmert die letzten Jahre und jedes Jahr haben wir wieder etwas Neues. Und schauen uns einfach die Peak-Werte an. Great, guys. Thank you. Give a warm, warm applause. Really. We made it. Thanks. Thank you. Now we take the other Liam. A bit more exotic network, and we had complete different challenges, but this year... Und nun geht's um ein exotisches Netzwerk. Dieses Jahr hatten wir UMTS 3G. And yeah, the whole mobile network und das gesamte Mobilnetzwerk wird mit Open Source Software betrieben, mit Osmocom. Es gibt aber einen Unterschied, nämlich ist es die letzten Jahre eigentlich relativ gut gelaufen, wir haben Erfahrung gesammelt und das Netzwerk war ein bisschen einfacher. Das ist also das Netzwerk, wie es ausgesehen hat. Aber jetzt mit 3G hat Osmocom sich dazu entschieden, die Infrastruktur zu erweitern und so schaut das nun jetzt aus. Und es war neu für alle eigentlich, sowohl für die Osmocom-Leute, die bisher nur ein kleines Netzwerk aufgebaut haben, mit einer Basisstation. Wir haben jetzt hier mehrere Basisstationen, viele Leute, die damit verbunden sind. Es hat also viel Zeit benötigt, um das alles aufzusetzen. Jeder Knoten in diesem Graph ist eine Basisstation und aufwendig. Aber selbst wenn es kompliziert ausschaut, verbraucht es nicht viel Strom. Das gesamte GSM und UMTS-System ist in dieser einen kleinen Box. Wir müssten einen kleinen USB-Dongle aufsetzen, weil wir nicht genug Logs nehmen konnten, sonst wäre es gecrashed. The main infrastructure, and then you need das ist die zentrale Infrastruktur und das sind die ganzen Basisstationen. Und so schauen die Basisstationen aus. Die sind relativ klein. So ziemlich überall haben wir die kleinen Basisstationen, die GSM, die kleinen waren. Aber wir haben auch die weißen UMTS-Stationen aufgebaut. Und an einigen Stationen haben wir auch, das erkläre ich später nochmal, an einigen Stationen habe ich auch weniger Strom verbraucht. Hier ist die Installation, ein Überblick. In allen Räumen ist GSM und im Hackcenter auch. In all of the conference rooms. Und natürlich auch in allen Konferenzräumen. Das ist das, was wir dieses Jahr hatten. Wir hatten 7 GSM-Basisstationen, 5 UMTS-Basisstationen. Running with low power. Und sie sind auf sehr, sehr, sehr niedrigem Strom gelaufen. Mit GSM hätten wir auf 2 Watt laufen können, aber wir hatten zu viele Leute und so konnte der GSM die Anfragen gar nicht verarbeiten. Das heißt, eine GSM-Station konnte nur 3 Anrufe gleichzeitig verarbeiten. Wenn wir also mehr Leute hätten im GSM-Netzwerk, hätten wir das nicht bei treiben können. Dieses Jahr haben wir 2.500 SIM-Karten verkauft. Obwohl wir 2.500 SIM-Karten verkauft hatten und obwohl ihr selbst die SIM-Karten vom letzten Jahr, der letzten Jahre weiterverwenden konntet, wurden nur 901 SIM-Karten registriert in dem Netzwerk. Leider konnte man nur innerhalb des GSM-Netzwerkes sich vernetzen, aber nicht in unser Netzwerk. Wir hatten zwar Spammers, aber das war uns egal, wir haben die alle durchgelassen. Wir wissen nicht, wie viele Subscriber wir hatten. Wir haben da jetzt keine Statistiken aufgenommen, weil wir sehr viel Zeit für das Aufsetzen des Netzwerks verbraucht haben. One of the pain points of GSM and UMTS is the eines der sehr schweren Probleme mit GSM ist, dass wir die Lizenzen brauchen für die Frequenzen. Und die Frequenzen werden von dem Staat verkauft an die Infrastruktur Telekommunikationsunternehmen. Die letzten Jahre konnten wir eine Testbandbreite verwenden. Das konnten wir leider dieses Jahr nicht machen.
Aber dieses Jahr hat uns die Deutsche Telekom 3 Kanäle für GSM and freigegeben. UMTS, danke Telekom. Und für UMTS haben wir einen Trick benutzt, weil wir die amerikanischen Basisstationen hatten und wir konnten das amerikanische UMTS-Band, was in Europa nicht benutzt wird, verwenden. Das ist auch ein Grund, warum manche von euren UMTS-Handys nicht in unser Netzwerk eingreifen konnten, weil das eben ja ein Band ist, das in Europa nicht verwendet wird, aber die meisten aktuellen Smartphones können dieses Band unterstützen. Natürlich, ja, es funktioniert am Ende, es hat uns sehr viel Zeit gebraucht, um es alles aufzusetzen, es hat erst am Tag 2 abends funktioniert. GMS hatte keine Daten, es war einfach zu langsam, aber UMTS konnte keine Anrufe verarbeiten, aber hatte dafür gute Datenverarbeitung. And there were a lot of crashes, but es waren viele Abstürze, aber das ist halt auch eine der Sachen, die passieren, wenn man eben ein Netzwerk hochskaliert. The Osmocom network or all the software, we only have one base station and one phone connected to it. So it's quite rare. Es ist also normal unter den Bedingungen, wie das sonst verwendet wird bei Osmocom mit einer Basisstation und nur einem Telefon, da passieren diese Abstürze nicht oft. Aber hier ist es halt eben passiert. Wir haben alles gelockt, wir haben alle Traces und wir werden das analysieren und dann Osmocom weiterleiten und danke, dass ihr unser Netzwerk ja, getestet habt. Now we know how it works. So next year it will. Ja, jetzt seht ihr, wie es funktioniert hat. Nächstes Jahr wird es wahrscheinlich besser und schneller sein, außer dass wir die IPs ändern. Wir werden ein paar Dinge noch flicken müssen. Wie ihr gesehen habt, war keine Sprache für UMTS möglich. Es gibt viele, es wird mehr UMTS-Stationen geben, einfach weil sie kleiner sind. Und so können wir auch viel mehr davon verteilen. Vielleicht können wir auch LTE haben, weil die Hardware wäre eigentlich verfügbar. Es wäre viel einfacher als mit UMTS und GSM. Also wenn jemand sich mit LTE auskennt, dann meldet euch oder halt einen Talk darüber. Und dann vielleicht können wir es am nächsten Kongress zur Verfügung stellen. And that's it. So if there are und das war's. Gibt es irgendwelche Fragen? I'm happy to answer them. Are there questions? Yes, there, number 7. Please, shoot. Between the congresses, how do you test the hardware and software? Because you said you need a license. Wie testet ihr die Hardware und die Software? Weil ihr braucht die Lizenzen eigentlich dafür, oder? Ja, also man braucht nicht immer eine Lizenz. Dies ist nur, wenn man Frequenzen nutzen will, die bereits verwendet werden. Wenn man aber zum Beispiel das Band 5 von UMTS verwenden will, dann ist das frei verfügbar. Wenn man, ja, man braucht auch nur Lizenzen, wenn man über die Luft senden will. Wenn man jetzt direkt ein Kabel nimmt, dann braucht man keine Lizenz. Man kann auch Sender und Empfänger in einen Faraday-Käfig stecken. Dann kann da nichts nach außen dringen. Und manchmal kann man auch es ja, gerade nicht dran denken und mit sehr wenig Senderleistung sowas ausprobieren. Is there another question here? Well, what a test lab it is, isn't it? Wow, was für ein Testnetzwerk, ein Laboratorium das GSM-Netzwerk nun ist. Danke, danke für die Vorstellung. Einen großen Applaus, bevor wir zum nächsten Thema überleiten. Looking forward to the future. Okay, then it's time for the VOC review. Okay, es wird nun Zeit für das VOC, das Video Operations Center. Thank you very much. Bühne ist für euch und das Video ist ready. Danke. Okay. You may have noticed these guys in the vielleicht in the habt ihr schon
die Leute im Publikum gesehen, mit der Kamera und den roten Lichtern. Und sie und viele weitere Leute bringen euch das Video aus dem Video Operation Center und ich werde euch nun ein paar Details darüber präsentieren. Wie ihr vielleicht wisst, haben wir versucht, alles zu streamen, was wir hier so zeigen. Wir haben viele, in den letzten Jahren gab es viele Technologien, die sich entwickelt haben. Und Streaming wurde immer populärer und wir haben versucht, uns dafür anzupassen. Dieses Jahr haben wir ein komplett neues Transkodierungs-Setup, was uns erlaubt hat, dass wir nun ein einziges Matroschka-internes Format, wo wir alles drin hatten. Wir hatten die Slides, die Videos, die drei Sprachen. Also so, wir hatten in den meisten Vorträgen drei Sprachen, was cool war. Und wir hatten einen komplett neuen Weg, wie das Signal übertragen werden konnte in HLS. Dieses Jahr zum ersten Mal mit dem, sowohl mit Dash. Und wir konnten sogar das als Default für Tag 2 ansetzen. Ich hoffe, dass es keine großen Probleme damit gab, aber wir haben Adaptive Player gehabt. Also wenn man zum Beispiel eine langsame Bandbreite hat, dann würde das Video automatisch verringert werden. Man hätte dann nur noch die Slides und das Audio gehabt und wenn man dann mehr Bandbreite hätte, hätte man das Video dazu bekommen und wenn man noch mehr Bandbreite hatte, hätte man das in Full HD bekommen. Genau. Also ich habe ja bereits gesagt, es gab zwei Übersetzungen pro Stream und zusätzlich für jeden hier in dem Raum haben wir ein Stream bereitgestellt mit sehr niedriger Latenz, damit ihr live der Übersetzung zuhören könnt. Und letztendlich konnten wir für das erste Mal Community-Feeds bereitstellen, die lieben wir. Ja, zum Beispiel die Freifunk-Community hatte ihren eigenen Broadcast mit unserer Infrastruktur. Wir hatten ein OB-Unit at our Assembly. Ein Übertragungswagen an unserer Assembly, der über unser Infrastrukturnetzwerk übertragen hatte. Und wir hatten auch c3tv.de. Ich hoffe, dass ihr diese Möglichkeit benutzt habt, um alles Mögliche vom Congress zu erfahren. Als kleiner Tipp, das kommt bald auf Media CCC. Wir haben eine große, große Anzahl von Videokassetten oder Aufnahmen, sagen wir mal, Aufnahmen. Das wird alles noch auf Media CCC hochgeladen werden. We hinted to that last year. Wir hatten letztes Jahr bereits das kurz angeschnitten. Wir wollen vielleicht 4K machen, wieso nicht? Und also haben wir das gemacht. Als ein sehr experimentelles Setup war das erste Mal, wo wir die Hardware dafür benutzt haben. Wir haben viel daraus gelernt, hinsichtlich, wie man 4K überträgt und ja, den Besonderheiten bei 4K. Schauen wir mal, was nächstes Jahr bringt. Wir haben dieses Jahr coole neue Hardware bekommen. Ja, wo wären wir denn ohne Hardware? Also wir haben unser eigenes Layer 1-Netzwerk hier vor Ort und wir haben mithilfe des NOX das auch auf externe Systeme gelegt. Wir hatten unser Layer 2 in Berlin. Danke ebenfalls an das NOC. Und das erlaubt es uns, das meiste hier mit unserem Datencenter, mit unserem Rechencenter in Berlin, dass wir hier schon früher abbauen können, sodass wir den letzten Talk zwar noch transkodieren können, der aber erst in Berlin dann weiterverarbeitet wird. Und letztendlich, auch zusätzlich zum 4K-Stream, den ich ja bereits genannt habe, hatten wir in allen Räumen Voctomix, unseren eigenen Mixer. Und wir haben auch die Möglichkeit genutzt, dieses Jahr, nicht nur für dieses Event, sondern auch über das gesamte Jahr hinweg, alle unsere Komponenten Open Source zu machen, um das eben alles aufzusetzen.
do your own stuff. Das heißt, ihr könnt das nun selber benutzen. Ihr könnt diese Sachen, die wir benutzen, an euren Assemblies benutzen. Ihr könnt, wir wollen nächstes Jahr viele Assembly-Streams sehen. Wenn ihr das machen wollt, in nächstes Jahr von eurem Assembly aus zu streamen, kommt zu uns und redet mit uns. Super, danke. Thank you for your fantastic work. Danke für die gute Arbeit. You're welcome. We took a bit of experiments around Voctomix. So this year we had. Wir haben dieses Jahr ein bisschen mit Voctomix herumexperimentiert. Wir hatten dieses Jahr Kamerakontrollen. So these guys can actually see what's going on and if they're allowed. Das heißt, die Kameramänner können sehen, was passiert. Und wir hatten wirklich professionelle Interkommunikation, also Headsets, was uns erlaubt hat, alles viel besser zu koordinieren, sowohl hinter der Bühne, die das mixen, die Kameramänner, alle konnten miteinander gut kommunizieren. Und zum ersten Mal hatten wir eine Audioregie. Was heißt das? Was wir nicht nur machen, ist nicht nur Video, sondern auch Audio. Zum ersten Mal konnten wir alle unsere Vorträge in Stereo veröffentlichen. So, give us reasons, please. Wir haben es aktuell nicht vor, 5.1 zu veröffentlichen, aber bitte, bitte, gebt uns Gründe dafür. No, don't mention anything about this. I was like, okay, why not? I mean, there's a lot of. Als ich die Folie vorbereitet habe, habe ich mich gefragt, naja, wieso sollten wir irgendwann jemals 5.1 benutzen? Aber wieso nicht? Ja, wenn ihr Ideen habt, wieso wir 5.1 brauchen, sprecht mit uns. So, the other cool thing is this. Eine weitere sehr coole Sache ist, dass diese Audio-Kontrolle, Kontrollraum, die Hardware-Mixer ferngesteuert haben in den Hallen. Das heißt, wir hatten einen unabhängigen Mixer, der unabhängig war von den Hardware hier in diesem Raum. Und das war ein großer Vorsprung für die Qualität in der Qualität des Audios, weil es natürlich viele Probleme gibt, um sicherzustellen, dass das Audio überall in dem großen Raum hier gut ist. Real good loudness meters and wir haben sehr gute Lautstärkemesser und haben versucht, ein Ziel zu erreichen von 16 Dezibel Lautstärke. Und das wurde herausgezogen aus dem Standard EBU R128, was ein Standard ist für die Übertragung. Und wir haben ein Backup Audio gehabt über das Dante-Netzwerk, was IP-basiert ist. Natürlich hatten wir auch ein paar Ausfälle. Also Videostreamen und Codieren ist nicht so einfach. Ein Transcoder ist leider gestorben. Wir haben die Überbleibsel an Intel gesendet. Wir hatten einen Encoder, der die CPU heruntergefahren hat, weil wir zu viel Zeugs auf die Hardware gepackt hatten. Und das haben wir dann festgestellt, als der Monitortechniker uns gesagt hat, dass hier etwas nicht gut ist. Wir hatten kaputte Audio-Embedder, aber zum Glück genug Backup. Wir hatten einen hangenden Host im Data Center, aber auch das konnten wir reparieren. Jetzt zu dem Teil, den ihr am besten mögt. Ich möchte euch mal schätzen hören für jeden Tag. Was war der am meisten gesehene Talk am Tag wann? Erster Tag, Opening, PC Wahlhack. Tag 2, Jahresrückblick. Tag 2, methodisch inkorrekt. Und ja, wir hatten bis zu 6.800 Zuschauer. Und der
Also es gab zwei Peaks, zwei Maxima während dem PC-Wahlhack. Und was sonst noch? Also das war sehr eine sehr interessante Werbepause, die da während dem Snowden Talk eingeblendet wurde. Und ich kann euch versichern, dass das nicht so geplant war. Also Leute sagen, hey, ihr macht das doch immer und macht eure eigene Hardware und macht ihr das denn professionell? Wir sagen, ja, wir sind Profis. And finally, a big hand zum Schluss ein großes Dankeschön an unsere Sponsoren und TechSec, welcher die ganze Detailplanung gemacht hat und an alle, die mitgeholfen haben, dass wir das so umsetzen konnten. Questions. Gibt es Fragen? Yes, there, from the web. Fragen. Start with it. The 3043 Everywhere Community would like to thank you very much for making it able to participate. Jeder in der Community möchte euch danken. Und die Community möchte mehr wissen über die Hardware und die Software und die Hersteller von den Transkodierern, die ihr benutzt. Im Allgemeinen benutzen wir Hardware, die uns zur Verfügung gestellt wird. Oder gespendet. Wir haben diese kleinen NUC-Machines, die sind sehr praktisch, weil sie sehr klein sind. Man kann die praktisch an Events mitnehmen. Also im Großen und Ganzen ist es Standard-Hardware, weil alles, was wir selber machen, machen wir dafür, dass es auf allen Plattformen funktioniert. Und ja, das meiste von den Dingen, welches irgendwas, also die meisten Encodings werden von FFmpeg gemacht. Another question? Still from the web? Yes. The question is about the slide stream. Yes. Is that a bug or is it intentional? Die Frage ist bezüglich des Streams, ist bezüglich der Folien, die gestreamt werden. Ist das ein Bug oder warum ist die Qualität der Folien so schlecht im Stream? Es ist auf eine Art absichtlich, weil es erlaubt Leuten mit weniger Netzwerk, weniger guter Netzwerkkonnektivität teilzunehmen. Und ja, wir haben halt geschaut, dass die Folien eine gewisse Mindestqualität haben. Aber ja, wenn ihr spezifische Kommentare habt, dann kommt doch ins IRC und dann können wir das besprechen. We still have the part of the assembly to do. First, please, to the audience, if you want to leave to the Adam, please leave that side. Liebe Zuschauer, wenn ihr den Raum nach Adams verlassen wollt, bitte geht nach links von der Bühne aus gesehen. We have a tear down waiting for us still to go. You know, this is not the last bit, but we have to help. So there's a call for angels to do and help in this. Wir brauchen Hilfe von euch beim Abbau. Wir brauchen Engel für den Abbau. Bitte meldet euch, wenn ihr mithelfen wollt. Assembly. Assemblies. Im Deutsch. Again, actually it's not working here. Oh, no problem. Okay, here we go. Oh, hot patching the alpha. All right. Hello, erstmal. Okay, hello everyone. So this is going to be an English translation now from the assembly team.
Weil das einfach die Alpha-Version ist. Because this is the Alpha version. Someone said that it's not a problem to have this in German, so I saw that the most talks, every talk until now was in English, but I'll stay in German now. So we started in this hall. We started in this empty hall, and we had multiple iterations in very short amounts of time, and we built this version. Which was also built in the end. Just a few weeks before the Congress, we changed how the pathways work. Ich hoffe, dass das I hope that it worked kind of for most of the people. It's just an alpha. The next problem was... Danke. Thank you, thank you. Eine der interessanten Sachen, one of the interesting things is that the registration for assemblies was kind of late. We called the technician to start the assembly registration. We had a dump on November 15th. 2 weeks later than the deadline, and we have a nice number of 256 assemblies. Erweiterten Deadline haben sich natürlich noch weitere Verpeiler angemeldet. Official der offizielle deadline. Rekordhalter wollte am 26.12. um 14.42 Uhr. The latest guy wanted to register an assembly on December 26th at 2:42 p.m. Gerne noch mal so ein paar Tische haben. Who wanted to have a few tables. Die Statistiken gibt's bei uns heute mit ohne Grafiken. The statistics are today without any graphs. We had about 3,000 seats planned. 3,500 Anmeldungen. We had 3,500 seats asked for over the wiki, so we had to. Couldn't accommodate everyone. We have about 15% more room for assemblies compared to Hamburg, but we also have 20% more registrations. Due to the alpha planning and due to the different ways of how the pathways were planned, unfortunately we have less seats than were planned originally. But in the end, it wasn't that bad because this is the also wirklich nur noch this is the seat drei einzelne verlorene Tische, die ich so als Notfall warehouse. There are no seats. Every seat that we have is on the floor and usable. So we couldn't even give you any more seats if we wanted to. Wobei das auch nicht so ganz stimmt. Well, that's not quite correct. The Messe Leipzig hat uns eine Idealliste geschickt, geliefert, was da drauf stand. Gave us a new list of which what they have, and they have a hidden unten im CCL ganz versteckt selbst die Messe hidden warehouse. The CCL itself didn't know that they had tables there. We will have to inventorize this because the Messe itself didn't even know that they had it. Was wir dieses Jahr eingeführt hatten, waren this die, da gab es ein kleines Naming-Problem. Ich nenne das jetzt mal Center Cluster Orbits. Ich glaube, die meisten wissen, was damit gemeint things, war. Where the naming problem there, I'll call it Center Cluster Orbit. I think most of you know what this means. Im Vorfeld sehr früh mal gefragt. Im we had some relativ spät erste Antwort. Oder clusters, we asked about feedback, which Arden came Play really late from most. We had Arden Play, which we saw when you went to Links. We had Chaos West with a big stage. We had Komona with some workshop rooms and then very open structure. We had the open infrastructure orbit with a lot of internet. We had another stage there. We had the Rights and Freedom Center, which unfortunately went under in the CCL itself in Hall 3. Maybe you could look up there. And then we had a big Hive installation, also called the Hive. Bühnen und Workshop and there were also some workshop rooms there and the stages. Häufig, hey, it was kind of not so great. It was kind of with ganz, steps ganz that you could. It was an alpha, basically. A big, big thank you to the C3 NAF team.
schlicht und ergreifend, weil die uns an Tag 0 und Tag 1 simply because on day 0 and day 1 they saved us. Die Anfragen auf uns eingeprasselt sind. Because hey, wo ist unsere Assembly? All the time. Suchen C3NAV. All the time we had a lot of questions. Hey, where's our assembly? And just thank you to the C3NAV team because we could just say look in enough. Die uns sehr viel Arbeit auch abgenommen haben, sich super toll selbst. We're looking forward to next year. Also thanks to the centers. Build more centers. Please build more centers for next year. For next year to do something. Do it. Mehr Fläche hoffentlich mal nächstes Jahr. Hopefully we have more space, more seats, more tables for next year. A big thank you to the assemblies on their own. You were very nice to us, even though we had to strike some places from your assemblies. Dem Assemblies-Team selber natürlich, mit dem ich ganz viel beschäftigt war. I want to thank the assembly team itself and all angels and all people who helped building up the assembly stage. Thank you. Great. Thank you very much for this. Okay, switching back to German now. Wir kommen wieder ins Deutsche zurück. Possible in English if somebody has some. Is there anyone with any question? And no, there are no more chairs left, sorry. Oh, on the web. Eine Frage aus dem Internet. Are statistics and maybe pictures available from the Gibt es irgendwo Statistiken oder Bilder von der Kinder-Area? That was not my department. Entschuldigung, nicht meine Abteilung, not my department. The kids base was Nein, der Kids Base war sehr selbst organisiert. Ich kann mal nachfragen da, aber ob sie etwas verfügbar machen können, aber ich weiß es nicht. For the pictures? No? Okay, thank you very much. Thank you everybody for this massive event. Also danke an euch alle für dieses große Event. Bitte, 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 bleibt noch etwas und helft beim Abbau. Geht zum Himmel, geht zum Lok. Es ist nicht die Übersetzung, sondern es ist die Originalsprache, die wir nun in Wörtern setzen. Ihr habt vielleicht bemerkt, dass wir dieses Jahr keine Live-Subtitel hatten, weil wir einfach keine Zeit, um das zu organisieren hatten. Also haben wir uns darauf fokussiert, auf das, was wir denken, was wichtig ist, nämlich Subtitel-Releases für den Talk selbst zu haben. Für das Video. Dieser Graph zeigt die Anzahl von Sekunden, von Talks in Blau, und der Status der Subtitel, die während des Kongresses entwickelt wurden. In grün haben wir die fertigen, in gelb haben wir die Subtitel, die auf einem Status von Qualitätskontrolle sind. In orange haben wir die Subtitel, die aktuell noch getimed werden. Das heißt, wir haben da den Text fertig, aber wir müssen noch uns überlegen, wann welcher Subtitle gezeigt wird. Und in Rot haben wir die Subtitel, die noch geschrieben werden müssen vom Text. Wir starten mit Transkripten, die von einem Computer erstellt werden, aber bei denen fehlt halt meistens die Satzzeichen und ein Mensch muss das trotzdem noch kontrollieren, dass das alles passt, was auch eben von per Maschine transkribiert wurde. Wir haben über 100 Engel, die am Engel, über 100 Engel, die an Subtiteln arbeiten. Die haben 336 Stunden gearbeitet und 79 Stunden an Material produziert. Das sind ungefähr 4,2 Stunden Arbeit für jede Stunde an Material, die veröffentlicht wird. Was ungefähr auch der Unterschied ist, der Geschwindigkeitsunterschied ist zwischen der gesprochenen Sprache und dem geschriebenen Text. Wir haben diese Folie heute Morgen geschrieben. Zu dem Zeitpunkt hatten wir 16 Videos veröffentlicht für den aktuellen Kongress. Aktuell sind es um die 20, weil wir eigentlich nur die Videoaufnahmen haben von den ersten Tagen.
started to subtitle those. Und dann haben wir noch Videos genommen von Talks von dem letzten Jahr. Und da haben wir auch 10 neue Veröffentlichungen gemacht. Wir haben ungefähr 64 Stunden von anderen, vom Material, was noch in Arbeit ist. Wir haben noch 30 Stunden, die schon transkribiert sind, 22 Stunden, die noch getimed werden müssen. Und es fehlen noch 12 Stunden an Qualitätskontrolle. Diese Zahlen haben sich natürlich bereits verändert, weil Leute aktuell auch jetzt schon noch dran arbeiten. Einer der Vorteile von Subtiteln ist, dass wir interessante Sachen damit machen können. Zum Beispiel haben wir Statistiken, mit in welcher Geschwindigkeit die Leute reden, welche Wörter sie am meisten benutzen. Das hier ist ein Beispiel von einem Talk vom letzten Jahr. Das heißt, in dem Talk geht es um People, es geht um Beispiele, um Sprache etc. Es sind ungefähr 800 Zeichen pro Minute, was gar nicht so schnell ist zu sprechen, aber es ist schneller, als die meisten Leute tippen. Unser Ziel ist es, den Kongress für jeden zugänglich zu machen. Ja, das heißt, tut was. Ihr könnt nicht nur während des Kongresses Subtitel, Untertitel erstellen, sondern ihr könnt das auch abseits vom Kongress machen. Ihr könnt auf diese Website gehen, ihr könnt auf Twitter schauen, in unseren IRC-Channel kommen und mit transkribieren. Danke. Great, thank you. Yes. So, are there any questions? Is there a question? Okay. None. Well. None on the internet. Okay. Ah, something. Oh, there is one. Yes. Here, microphone two. Where can you find the subtitles? Right. Wo kann man die Untertitel finden? On some link. Die Untertitel sind. Well, mirrors. Auf folgendem Link, mirrors.satnav.de, somewhere, CCC, and Congress. Also der Link sieht man auf der Folie. And 34C3, and then, oh, no, not there. Sorry? Sorry? Up. You're pointing up. Hmm? Yes. Also man sieht das dann auf der Folie, wo das ist. Ah, right. Yeah. No. Ah, yes. Yes, under C3 subtitles, and then, yes. We have 34C3, so those are currently all the subtitles available. Great. Someone else a question? Someone wet, maybe? No, not for now. Okay, then we have to get to the next thing, the assemblies. Isn't okay, that true? Right, yes. Yes, okay. Thank you very much. give him an applause as loud as you can, please. Whoa, you! Great, thanks, man. Right.